Willkommen zu einem neuen Projekt zu Two Point Hospital. Ja, ich weiß nicht, was uns hier erwarten wird. Ich würde sagen, wir starten mal rein. Im Krankenhaus von Two Point stimmen 52% der Patienten der Aussage zu, dass sie hier gesünder wurden. Unsere genauestens kalibrierte Ausrüstung wird von mitfühlenden Medizinern bedient. Viele von ihnen haben Medizin studiert oder zumindest Schwarzwaldklinik geschaut. Das Schildkrötensyndrom? Wir kümmern uns gern um Sie und Ihren nicht sichtbaren Kopf. Narzissmus ist nicht zum Lachen. Überlassen Sie sich und Ihre übergroße Nase einfach uns. Wir erschaffen eine strahlende Zukunft und wirklich nichts kann sich uns in den Weg stellen. Sie verdienen einfach das Beste, also kommen Sie ins Krankenhaus von Two Point. Wir suchen neues Personal, neue Patienten und für Sie ein neues Ich. Kann ich jetzt golfen gehen? Ich habe um 3 Abschlag. Okay. Also man sieht schon, was uns erwarten könnte. Auf lustig aufgebaut, nicht ernst. Und zuverlässiger Bereich. Lerne die Grundlagen in deinem ersten Gang. Wenn man reinkommt. Sonic Poster, das mache ich davon. Mache von Sega. Ah, da dürfen. Hartzlag Matschi, der erste. Was ist das hin? Schau da mal, was geht. In der Apotheke wird ein Krankenpfleger benötigt. Upsi.
Medikamentenmixer. Klingt interessant. Vielleicht mixt du auch anders an. Ja, ein Termin in der Apotheke. Hier ist Ricky Hawthorne auf Radio Two Point. Hier ist wieder euer Ricky Hawthorne. Ich bringe Talk, Musik und Nachrichten nach Two Point County. Und wenn ihr uns von dem neu eröffneten Krankenhaus empfangt, dann dreht mal ordentlich die Lautstärke hoch. Denn nichts übertönt das Gejammer kranker Menschen so gut wie die Stimme eines Weltklasse-DJs. Und wir machen weiter mit 42 Stunden Musik von den lustigen Hintergrundmusikanten. Viel Spaß! Personaldurchsage. Wir haben soeben unseren ersten Patienten geheilt. Juhu! So, stell einen Hausmeister an. Das schaffen wir. Brauchen wir irgendeinen billigen? Brauchen wir nicht irgendwas Fertiges? So. So. Was haben wir denn noch an Sonic Bomb? Perfekt. Haben wir keine Ziele? Pausenzimmer verhalten. Pausenzimmer machen wir hinten. Die Patienten bitten, sich entweder zu erholen oder zu sterben. Schwankungen werden nicht toleriert. Ich auch Automaten kommen da rein. So. Pausenzimmer gebaut. Ja, es läuft, also. Toiletten freischalten. Gut, so. Willkommen zurück an alle Patienten, die uns dank chronischer Krankheiten erneut besuchen. Wisst ihr, ich habe diese Melodie schon die ganze Woche in meinem Kopf, was ein bisschen unheimlich ist, weil ich sie vorher noch nie gehört habe. Oder doch? Ha, nun ja, spielen wir erst einmal ein paar weitere Ohrwürmer. Ohrwürmer? So. Hoppala. Ja. Krankenhaus. Es wird.
Ein kranker Pfleger, das war's. Gleich Angst hat, wenn man reinkommt. Und dann ist gut auf mich drin. Gut. Fertig. Okay, also wir hätten das ruhig größer machen können. Aber ist okay, wir kriegen das hin. Wir brauchen auf jeden Fall noch einen Arzt. Und wir werden noch einen Krankenpfleger einstellen. Zudem werden wir hier nämlich. Des Tages. Die Zustände im Krankenhaus von Rotting Hill werden jeden Tag schlechter. Inzwischen ist die Gefahr, dort an einer einstürzenden Zimmerdecke oder Wand zu sterben, genauso groß wie bei einer Erkrankung. Aber immerhin werden dadurch die Wartezeiten kürzer. Sehr schön. Jetzt liegen da welche. Brauchen wir jetzt aber noch einen Krankenpfleger. Okay. Da geht's jetzt ab und runter. Einen teuren Arzt. Denn der kann das vielleicht noch besser als sie bisher. Konsole. Feuerlöscher darf nicht fehlen unter Abfalleimer. So, die Entleuchtungs. Vielleicht noch ein Krankenpfleger. Das sieht man dann die Sachen. Personal, die Patienten. Ja, da ist schon ganz schön was los jetzt.
oder einen Arzt benötigt. Hätten wir drei Ärzte. Hat er schon ein helles Köpfchen? Guck. Sehr schön. Sagen, ist der gerade mal viel teurer und der Trinker hat dann mal. Mit Ricky Hawthorne. Was für ein genialer Tag für ein wenig gute alte Gartenarbeit. Ich meine, wer mag das nicht? Mit dem Spaten die Erde umgraben, bis zu den Ellenbogen im Dünger stecken. Sehr schön. Ah, ich kann es beinahe riechen. Nein, falsch gesagt. Das war. Okay, da kommen wir dann immer weiter bis in die Großstadt. Wohl ein Abwasserrohrbruch. Mein Fehler. Wie auch immer, haltet eure Daumen schön grün. So, aber... Ich glaube, das war's mit dieser Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Mit dann haut rein, macht's gut und ciao.